Nein, wir wollen nicht schlafen gehen. Hallo Filmfans und Filmfreunde. Freut mich, dass der Hype wieder eingeschaltet hat. Mich hat wieder ein Mystery-Paket von meinem guten Freund Martin, aka Dingo 1978, erreicht. An der Stelle wie immer viele liebe Grüße, Martin. Und das würde ich gerne mit euch zusammen aufmachen. Da hämmert das gute Stück. Dann mache ich wie immer einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Paket ist jetzt offen, steht neben mir. Fangen wir euch lang wie immer rein. Hol raus, zeig's euch. Als erstes hätten wir hier was Süßes. Haribo Ingwer Zitrone. Vielen lieben Dank dafür. Was Süßes freut mich immer. Will eigentlich auf meine Figur achten. Bin mittlerweile am Abnehmen. Aber sei logischerweise nicht neu. Und gerade oben sind wir auf der Couch, sitzt vielleicht einmal einen spannenden Film auch guckt. Ein bisschen was Neues schiebe, ist nie verkehrt. Danke, Martin. Dann noch was Kleines. Hier kleines Giotto. Das freut mich auch, die esse ich unmöglich gern. Gott sei Dank hast du mir da nur ein kleines geschickt und kein großes oder so ganze Packung, weil ich die, glaube ich, auf einen Hubs leer fresse. Aber freut mich auch, Dankeschön. So, jetzt langen wir hier mal rein. Der erste Film, Look Away, hier auf Blu-ray. Film sehe ich mal gar nichts. Wer du übrigens zu den Filmen, wo ich nicht kenne, irgendwas sagen kann, darf man es immer gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde mich wie immer sehr freuen. Das Cover sieht einmal anspruchsvoll aus. Die Namen sagen mir jetzt nichts, wo der mitspielt. India Eisley, Mira Sorvino und Jason Isaacs. Aber wenn ihr dazu was sagen könnt, aber wie gesagt, bitte nur eure Meinung sagen, aber nicht spoilern, sonst machen wir das Ganze nicht mehr anschauen. So, das nächste. Das seht ihr mal hier. Hollow Creek, sehe ich mal auch nix. Werbung noch drin, die schmeiße ich immer gleich fort. Vom Cast her, Gisela Moreau, Steve Darren und Bette Reynolds. Bette Reynolds, ja klar, den kennt man, aber der Film selber sehe ich mal nix. Also bitte Kommentare schreiben. Der nächste, Das Geheimnis von Marrow Bone. Auch hier wieder, sagt man nicht. Hier spielt unter anderem mit George McKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton und Mia Goth. Sagen wir nicht einmal den Namen irgendwas. Dann hätten wir hier Der Hexenfluch. Den hat einmal der gute Multimedia Room, wie er früher geheißen hat. Heute heißt er Dennis the Notorious. Mal vorgestellt, dann gesagt, der Film wäre so ein gut. Dann hätten wir auch wiederum von anderen gehört, der Film wäre ein absoluter Schrott. Aber jetzt haben wir da. Und dann gucke ich da mal rein. Ich habe gehört, das soll ziemlich ruhig sein, relativ wenig gesprochen wäre, aber mich hat der Adern interessiert, wo ich ihn da beim Dennis gesehen habe. Und gucke auf jeden Fall an. Aber das Ganze geht 103 Minuten, ja, das werde ich überleben. Dann hätten wir hier das Ghoul, Schule des Grauens. Schule des Grauens. Was soll ich sagen? Sagt man auch nicht. Immer wieder das gleiche leidige Thema. Da hat man schon so lange mit Filmen zu tun. Immer wieder kriegt man einen Stapel Filme in die Hand gedrückt, wo man einfach nicht kennt. Beziehungsweise sind auch Filme dabei, so wie den jetzt zum Beispiel. Den wir haben am Laden noch nie gesehen oder zumindest keine Achtung gehabt. So, dann hätten wir hier Kalt. Den kenne. Der habe ich schon mal Trailer davor gesehen. Der interessiert mich auch. Den werden wir jetzt vielleicht sogar gleich reinschieben. Über den habe ich es gerade vor einem Tag oder zwei mit einem Kumpel drüber gehabt, der irgendwo hat, ob er den schon gesehen hat. Schau hier von der Produzentin von The Ring und The Grudge. Und ja, ne, werden wir dann gleich mal angucken. Man kann ja noch in irgendeinem anderen Video mal berichten, wie ich ihn gefunden habe. Dann hätten wir hier Winchester, das Haus der Verdammten. Da muss ich echt sagen, den finde ich richtig gut. Den habe ich gerade vor kurzem auch geguckt. Ich habe ihn selber nicht in der Sammlung, aber ich habe ihn von einem Kumpel ausgeliehen, weil er mir halt, wie gesagt, so arg interessiert. Und der steht auf meiner Kaufliste. Kann jetzt wieder runterstreichen. Der ist wieder ganz viel, lieben Dank, Martin. Ich persönlich fand den richtig gut. Schöne Story, gute Atmosphäre, gute Schauspieler. Ein paar Schockmomente drin, aber nicht überfüllt mit so Jumpscares. Also, wer den noch nicht kennt, ruhig einmal eine Chance geben. Also, ich fand den echt gut. Dann haben wir hier Altar, das Portal zur Hölle.
Sieht man auch nichts. Sieht aber hier von den Bildern hinten drauf eigentlich richtig gut aus, was man so sieht. Aber meistens, ja, hat es gar nichts zu heißen. Ich habe auch schon erlebt, dass da hinten drauf Bilder waren, wo im Film gar nicht vorkommen sind. Kennt ihr das auch? Nö, aber bis ins Knochenmark erschütternd. Ja, guck auf jeden Fall auch mal rein. Danke hierfür, Martin. Und dann der letzte. Gott, wie spricht man das aus? Akazia ist hier aus der Tartan Asia Extreme Reihe. Mir sieht weder der Film noch die Reihe irgendwas. Ton, Ton, Ton. Ich glaube, da ist ja kein deutscher Ton drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Mit Sicherheit aus so ein Asia Sigo oder irgendwas. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so mein Ding, aber da gucke ich auf jeden Fall mal rein und dann, ja, von den Bildern hin kann man jetzt auch nicht großartig irgendwas ablesen, in welche Richtung das geht, aber wenn da oben steht Tartan Asia Extreme, dann hier The Root of All Evil, die Wurzel allen Bösen oder so. Ja, ne, Film sieht man nichts, aber gucke ich mal rein. Wenn er mir nicht gefallen kann, kann ich ihn immer noch ausschalten. So. Dann ist der Karton hier leer, wie ihr seht. Dann sage Martin noch ganz, ganz vielen lieben Dank für die Filme. Und euch sage wie immer danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns bei einem von meinen nächsten Videos. Euer Stone Cold. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.